Die Eintracht ist zu Hause in Europa und ihr da draußen seid willkommen in unserer Matchday-Show hier rund um die Europa League. Der dritte Spieltag steht an, Heimspiel direkt da drüben im Stadion gegen Standard Lüttich. Und unser Studiogast hier ist Kevin Trapp. Kevin, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, vielen Dank. Was macht die Verletzung, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Es sind jetzt heute genau 3 Wochen seit der OP. So die ersten 2 Wochen waren eigentlich sehr, sehr gut, weil die Schwellung weggegangen ist. Also man hat sehr schnell viele Fortschritte gesehen. Jetzt ist aber eher so eine Phase, wo ich eigentlich nicht viel machen kann und wo ich ein bisschen ungeduldig werde, weil ich eigentlich keine Schmerzen mehr habe und das Gefühl habe, ich kann relativ viel machen, aber noch nichts machen darf. Und das ist für mich ein bisschen schwierig. Mit der Ungeduld hast du schon eine Frage vorweggenommen oder vorweg beantwortet, das ist schon mal sehr gut. Ich freue mich, dass du ohne Manschette da sitzt, hast du gerade abgelegt, das ist schon mal ein gutes Zeichen für die Leute da draußen. Die Definition der Verletzung war Anriss der Rotatorenmanschette. Für diejenigen, die nicht Medizin studiert haben, was ist das? In der Schulter, die Schulter ist relativ komplex und es gibt eben verschiedene Sehnen, die für Innenrotation, Außenrotation zuständig sind und eine davon habe ich mir gerissen, die Subscapularis. Mhm. Also unter dem Schulterblatt. Die sitzt praktisch hier vorne und geht hinten, hinter das Schulterblatt. Und die war eben vorne, habe ich mir die zum Teil angerissen und wir haben überlegt, ob wir es so hinbekommen ohne OP, aber es ist einfach eine Verletzung, diese Bewegung, die konnte ich alle nicht mehr machen und auf dem Niveau Fußball zu spielen ohne diese Bewegung wäre eigentlich dann relativ schwierig geworden. Wir sind froh, dass du da bist jetzt bei uns, auch wenn du nicht spielen kannst, was ein bisschen schade ist. Aber du warst gestern Abend noch in Paris, hast den Geburtstag deiner Verlobten gefeiert. Ja, also erstmal noch alles Gute auch von uns in Richtung Paris. Wie schwierig ist es, so mit einer Hand so eine Geburtstagstorte zu tragen oder zu präsentieren? Gut, ich hatte ja 3 Wochen, um mich irgendwie darauf vorzubereiten. Und die Torte war auch relativ schwer. Und ich habe die Torte in der Hand gehabt, beziehungsweise wo die Torte eben drauf stand. Das Ding relativ lange in der Hand gehalten, weil ich gesagt habe, okay, Isa muss da sein und ich will jetzt nicht irgendwie in den Raum kommen und sie ist da nicht da, dann ist es auch dumm. Und dann habe ich die Torte relativ lange in der Hand gehalten und ich muss echt sagen, so nach ein paar Sekunden habe ich gesagt, kann mir bitte jemand helfen, weil ich kann die Torte nicht mehr halten. Und dann hat aber trotzdem alles gut geklappt. Wir finden, du hast dich prima geschlagen. Wir haben nämlich die Bilder da, wer nämlich im Internet postet auf Instagram, der weiß dann, dass das in die Welt rausgeht. Und Millionen schauen zu und hier vielleicht auch Millionen, aber wir haben es nochmal für euch da draußen aufbereitet, wie Kevin die Torte präsentiert hat. Wunderbar, mit einem Küsschen zum Abschluss. Wir gehen gleich noch mehr natürlich auf Kevin ein, auch auf seinen Stellvertreter Frederik Renault und auch auf die ganze Geschichte, die dahinter steckt. Auch ein bisschen privat. Kevin plaudert vielleicht aus dem Nähkästchen, je nachdem wie weich wir ihn klopfen können. Schauen aber natürlich auch aufs Sportliche, denn die Tabellensituation ist speziell. Wir haben die Tabelle ebenso vorbereitet. Das Spiel gegen Lüttich heute ist nämlich kein normales. Im Grunde geht es um Platz 2 Arsenal vorne mit 6 Punkten, Standard Lüttich und die SGE eben mit 3 Punkten dahinter auf 2 und 3. Kevin, wo steht die Eintracht nach diesem Spiel heute Abend? Ja, ich hoffe auf Platz 2. Mindestens auf Platz 2 mit einem Sieg gegen Lüttich heute, weil es vielleicht nicht ein vorentscheidendes Spiel ist, aber ein sehr wichtiges Spiel ist. Heute mit einem Sieg hier zu Hause macht man einen guten Schritt. Mit den nächsten 2 Spielen, ich will nicht sagen, kann man sich schon qualifizieren, aber ist man auf einem guten Weg und von daher wäre ein Sieg heute hier zu Hause schon sehr, sehr wichtig. Ja, und am Ende der Gruppenphase muss dann natürlich Platz 1 oder 2 stehen, dass du, da du ja wahrscheinlich bis Ende des Jahres ausfällst, dann in der K.O.-Phase wieder mit angreifen kannst. Das wünschen wir uns alle. Du dir wahrscheinlich auch? Oder gibt's wahrscheinlich ja, natürlich. Klar, wir sind nicht gut gestartet gegen Arsenal, wo wir wahrscheinlich ein besseres Ergebnis verdient gehabt hätten. Aber unser Ziel ist natürlich, die Gruppenphase zu überstehen, so wie auch letztes Jahr. Und dann hat man gesehen, was alles passieren kann, aber wir wollen jetzt erstmal an die Gruppe denken und die Phase überstehen. Der erste Schritt gegen Arsenal, hast du gesagt, ist ein bisschen misslungen. Das erste Heimspiel, das soll heute besser werden, das wird heute besser. Der zweite Schritt auswärts in Portugal war dann schon ein wesentlich positiverer. Beide stehen irgendwo ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, das heißt, beide haben das Auftaktspiel in der Gruppe jeweils verloren.
I'm happy to be here. My home is Frankfurt now, and I want to go home with a victory. So let's do it. Das erste Auswärtsspiel der Europa League. Eine starke Mannschaft, Vitória Guimarães, die es nicht zu unterschätzen gilt. Ja, gut aufgepasst, gut gestört von Filip Kostic. Hereingabe auf Silva! Aber Silva über das Tor. Die Gastgeber. Zentrale Position versucht, Sebastian Rode zu stören. Erster Weitschuss und die erste Parade. Wichtig. War auch dann sehr wild, ein Schlagabtausch. Denn weiter die Gastgeber am Ball. Bereits auf Höhe des Strafraums und Riesenchance. Der Pfosten rettet unsere Eintracht. Die haben das gut gemacht, sind extrem kompakt gestanden. Schiebrützau, der Mann für die Standards. Und mit der Hereingabe. Per Kopf und Tor! Tor für unsere Eintracht! Wir hatten das auch ein bisschen einstudiert im Training. Der Ball musste nur in die Zielzone kommen und dann stand ich da. Eban Ndika, na, das gönne ich ihm. Flanke in den Strafraum hinein, per Kopf gefährlich, aber der Ball geht über das Gehäuse. Eckball von der linken Seite. Das ist Eban Ndika, große Chance! André Silva! Nach wie vor nur 1-0. Und aus dem Nichts kommt unsere Eintracht wieder! Was für eine Chance! Das könnte eine der letzten Möglichkeiten sein. Aus dem Rückraum Schusschance, aber zieht zu ungenau. Und das Spiel ist vorbei. Unsere Eintracht gewinnt mit 1-0. War nicht unser bestes Spiel, aber das Wichtigste war, nach der Niederlage gegen Arsenal hier zu gewinnen. Auch so kann man und muss man mal gewinnen. Die 3 Punkte waren extrem wichtig. Die Kommentare, die wir gehört haben, natürlich von Eintracht FM, vom Eintracht Radio, gibt es auch heute wieder gegen Standard Lüttich beim Heimspiel. Hier 50 bis 100 Meter entfernt von Nike-Gebäude hier in Frankfurt. Heute Uwe Binnewald übrigens als Co-Kommentator. Kevin, du hast vorhin gesagt, du bist ein ungeduldiger Typ. Wann können wir denn, du postest ja relativ viel, wann sehen wir die ersten Fotos aus dem Fitnessraum? Wann darfst du wieder an die Geräte oder an den Ball oder Liegestützen machen? Ja, wenn es nach mir gehen würde, würde ich es schon ganz gerne machen wieder. Aber die ersten 4 bis 6 Wochen sind sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil es eben darum geht, dass die Sehne wieder gut anheilt, dass ich da nicht zu früh irgendwelche abrupten Bewegungen mache oder unglückliche Bewegungen. Wer bremst dich da mehr? Du selber, die Ärzte, deine Verlobte? Ja, die Ärzte auch. Ich bin eigentlich auch relativ viel in Kontakt mit den Ärzten, weil die Ärzte und die Physios merken auch, dass ich, oder wissen auch, dass ich sehr ungeduldig bin und versuche mich da immer zu bremsen. Und ich frage eigentlich auch immer, jeden Schritt, den ich mache, nach jeder Woche kannst du eigentlich immer ein bisschen mehr machen. Bevor ich das aber mache, frage ich trotzdem, ob das okay ist, was ich mache und ob da auch alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, bis ich wieder an die Geräte kann und wieder Kraft antrainieren kann, wird es noch schwierig zu sagen. Also wie gesagt, ich gehe jetzt in die 4. Woche, die brauche ich mindestens, sagen wir noch 2 Wochen, 2-3 Wochen, bis ich vielleicht wieder mehr machen kann, ohne Angst zu haben, dass noch was kaputt gehen kann. Wir werden es verfolgen. Mit welchen 3 Worten würdest du dich als Mensch charakterisieren? Ungeduldig streichen wir jetzt mal. Ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, dass ich über mich selbst nie gesprochen habe. Von daher, wenn du es gerne machen willst, gerne. So gut kenne ich ihn noch nicht. Nee. Ich könnte es versuchen, aber ich kann die Zuschauer auch beruhigen, ich mache es nicht selber. Wir haben gleich noch was vorbereitet, denn wir haben ein paar Mitspieler zu Kevin gefragt. Das hören wir gleich. Und wir haben auch noch Zuschauerfragen auf Social Media aufgerufen unter Hashtag FragKevin eure Fragen an Kevin Trapp. Und die gibt es auch gleich noch bei uns in der Sendung. Vorher wollen wir aber noch auf dich als Mensch gucken. Gibt es irgendwelche Eigenarten, die du hast, wo du sagst, ja, das ist speziell bei mir? Ja, Eigenart würde ich nicht sagen. Ich bin jemand, der sehr viel nachdenkt, der alles am liebsten immer perfekt machen würde. Von daher, ich treffe gerne Entscheidungen, aber es dauert, bis ich die Entscheidung treffe, weil zumindest jetzt außerhalb vom Platz, wenn ich nicht nachdenke. Aber privat bin ich schon jemand, der viel an andere denkt, der andere immer gern glücklich macht, der selbst glücklich ist, wenn meine Freunde und Familie um mich herum glücklich sind. Und deswegen, was das angeht, bin ich jemand, der auch manchmal da in der Hinsicht ein bisschen schwierig sein kann, weil ich eben viel nachdenke, immer alles perfekt machen will und es kann dann manchmal auch zu viel sein. Also deute ich das so richtig, dass du dich erst zu Dingen durchringen kannst oder Dinge wirklich entscheidest, wenn du hundertprozentig davon überzeugt bist? Ja. Gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich wollte dich eigentlich auch nach deinen Lastern fragen, brauchen wir aber nicht, weil wir das schon mal gemacht haben und du hast auch schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Ein Laster hab ich schon, von Kevin Trapp. Ja.
Ich versuche gesund zu essen. Am liebsten, wenn ich einen Cheat Day habe, das habe ich in Paris kennengelernt, gibt es bei einem Italiener so eine Nutella-Pizza. Ganz klassisch Pizzateig, aber mit Nutella eben drauf. Das ist, kann sich keiner vorstellen und jedem, den ich erzähle, der es noch nicht probiert hat, sagt auch, ja, komisch irgendwie, aber man muss es einmal probiert haben und dann wird es wahrscheinlich. Der Tipp von Kevin Trapp, Nutella-Pizza ist es. Und ihr habt gesehen, in diesem Video war oben eine 4 gestanden bei der Frage. Alle Fragen in Eagles 11 auf allen sozialen Plattformen der Eintracht. Unten auch eingeblendet, Eagles 11 mit Kevin Trapp. Das als Hinweis für euch. Wollen wir mal zum Cheat Day kommen. Wenn man so ein Fußballprofi ist und auch so ein Asket wie du, der sehr auf sein Äußeres achtet und viel Sport macht, wie oft gibt es so einen Cheat Day? Meistens ist er eigentlich nach dem Spiel. Weil er eigentlich trotzdem so während der Woche du die ganze Zeit dich aufs Training vorbereitest, aufs Spiel vorbereitest. Also nach dem Spiel ist dann eigentlich so der Moment, wo auch ein bisschen was von dir abfällt, wo du sagst, okay, jetzt kannst du oder musst du auch wieder entspannen. Und das ist eigentlich meistens so der Moment, wo ich sage, okay, jetzt kannst du nochmal was anderes sein als ja, Vollkornreis oder keine Ahnung was. Und jetzt in der Reha, ist es öfter der Fall oder weniger oft, wenn du nicht spielst? Ja, in der Anfang, also ich muss die ersten 2 Wochen, also habe ich echt gesagt, okay, ich will jetzt einfach nur abschalten und nicht über irgendwas nachdenken. Und da habe ich auch, wie gesagt, nicht drüber nachgedacht, jetzt, ob das jetzt gesund ist oder nicht, sondern klar, grundsätzlich sage ich immer, ich versuche darauf zu achten. Aber mir war es, ich will nicht sagen, völlig egal, aber weniger wichtig als jetzt, als ich noch fit war, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach abschalten, muss das hier alles erstmal sacken lassen und. Dann schauen wir, aber jetzt in der Phase, wo ich jetzt reinkomme, ist es trotzdem oder wird es jetzt noch extrem wichtig, trotzdem wieder darauf zu achten, dass ich hinten raus nicht so viel verlieren werde, dass ich sage, okay, ich muss jetzt erstmal 4 Kilo abnehmen oder so, bis ich überhaupt wieder dahin komme, um wieder richtig anzufangen, sondern ich will jetzt auch schon trotzdem den Grundstein legen, dass ich sage, sobald ich wirklich wieder Vollgas geben kann, dass ich dann auch nichts nacharbeiten muss, nichts aufholen muss, dass ich Gas geben kann. Und, die Befürchtung habe ich momentan ist es so, dass ich eher abnehme als zunehme. Also ich habe mittlerweile 4,5 Kilo abgenommen und von daher. Wir bestellen mal eine Nutella-Pizza. von daher bin ich, glaube ich, trotzdem mal, was das angeht, auf einem guten Weg. Du sagst in Eagles 11 auch, du seist überhaupt nicht musikalisch. Ja, wärst du aber gern. Welche Talente hast du denn jetzt mal, abgesehen vom Fußballer-Dasein? Was ist dein Talent? Vielleicht, wenn du dich nicht selber beschreiben möchtest oder nicht selber so gerne beschreibst, vielleicht sagen andere über dich, was du besonders kannst. Also ich glaube, was mir gut liegt, sind Sprachen, Fremdsprachen. Da tue ich mir sehr leicht eigentlich, schon neue Sprachen zu lernen. Gut, ich habe jetzt kein Chinesisch oder so probiert, aber alles andere, Spanisch, Italienisch und so, das ist mir Französisch, Portugiesisch mir eigentlich relativ leicht gefallen. Ansonsten, wenn es ein Talent ist, ich mag gerne Dinge zu organisieren, so wie zum Beispiel jetzt ein Geburtstag, also habe ich auch lange darüber nachgedacht, was mache ich, aber ich mag Dinge zu organisieren und wie gesagt, mich um andere Leute zu kümmern und ansonsten ja auch andere Sportarten wie Tennis, weiß jetzt nicht, wie talentiert ich da bin, aber das ist eine Sportart, die mir sehr viel Spaß macht und ja. Wie warst du denn als junger Keeper, so vom Wesen her, wem bist du da so ein bisschen nachgegangen? Nach wem kamst du da so ein bisschen von der Charaktereigenschaft? Also, Gary Ehrmann hat dich ja trainiert in Kaiserslautern. Ja. Oliver Kahn war dein großes Vorbild. Auch da schon sehr, sehr ehrgeizig, weil ich eigentlich immer, der will immer erfolgreich sein und gewinnen und mich weiterentwickeln. Als in der Mannschaft, aber auch persönlich. Und es gibt eine Szene, die erzählt mir meine Eltern immer wieder. Wir haben in Saarbrücken damals gespielt und haben, ich glaube, 7-0 oder 8-0 verloren oder so. Und ich habe dann nach dem 6. Tor meine Handschuhe einfach ausgezogen, weggeschmissen und habe gesagt, ich will nicht mehr, es reicht mir jetzt. Und dann hat mir der damalige Trainer gesagt, hör zu, Kevin, zieh die Handschuhe wieder an, trainier weiter fleißig, bleib auf dem Weg und vielleicht kannst du dann irgendwann wie Oliver Kahn werden. Und damit hat er mich dann gekriegt und wieder motiviert, wieder ins Tor zu gehen. Und ich war damals eigentlich schon immer so, dass ich gerne Dinge gelernt habe, Neues gelernt habe. Und sehr ehrgeizig war. Ja, wenn es um Ehrgeiz geht, muss ich dann fragen, wie sehr ärgert dich, dass es in der Nationalmannschaft immer nur in der Öffentlichkeit diesen Zweikampf gibt, Ter Stegen gegen Neuer? Könnte ja auch ein Dreikampf sein. Ja, ich glaube, es ist ja nicht so, dass wir, dass Bernd Leno und ich und dann sagen, ja, wir fahren da hin und spielen halt den Clown und oder amüsieren jetzt die Mannschaft und haben keine Aufgabe, sondern auch wir haben ja das Ziel,
im Tor zu stehen. Und natürlich, momentan ist es so, dass Marc eine sehr gute Leistung in Barcelona bringt und Manu wieder ein Level hat nach seiner Verletzung, wo man einfach sagt, Manu ist ein absoluter Top-Torwart mit einer der Besten in der Welt. Das ist Marc auch. Wir können halt glücklich sein, vor allem auch jetzt auf der Position solche gute Torhüter zu haben. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich schaue mir das jetzt mal an, was die beiden da machen und dann ist gut, sondern auch ich habe das Ziel und den Ehrgeiz, im Tor zu stehen. Klar, aber das kommt dann über Leistung auf den Platz. Also stehst du dahinter und wetzt das Messer und wenn die beiden irgendwann mal straucheln oder vielleicht mal eine Phase haben, wo sie nicht so gut sind, bist du da und bietest dich an und willst ja, klar die Nummer 1 werden. Ich will jetzt nicht sagen, die Messer wetzeln, aber natürlich, ich will auch jedes Spiel, sobald ich wieder auf dem Platz stehen kann, jedes Spiel meine Leistung bringen und Vollgas geben. Auch wir haben im Sommer die Europameisterschaft, da auf jeden Fall dabei zu sein und man weiß nie, was passiert, es geht im Fußball so schnell. Aber ja, dass jetzt über die beiden diskutiert wird, das ist völlig okay, da mache ich mir auch keine Gedanken darüber. Ich will jetzt auch nicht von dir wissen, wer für dich der Bessere ist, sondern ich will für dich wissen, wie du diesen Zweikampf, der jetzt auch medial so ein bisschen ausgetragen wird, wie du den wahrnimmst zwischen Ter Stegen und Neuer. Ja, ich bin ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt neu im Geschäft bin, sondern ich weiß auch, dass die Medien eigentlich nur auf sowas warten und sich immer freuen, wenn es mal was Außergewöhnliches gibt und es war es jetzt in der Phase, weil es eigentlich seit langem keine Diskussion mehr gab. Mhm. Von daher ist es manchmal auch ganz amüsant, dann zu lesen, was alles so geschrieben wird und beide haben sich korrekt verhalten. Es ist wurde nie irgendwie was Falsches über den anderen gesagt, sondern wie gesagt, beide sich korrekt verhalten und völlig legitim, was beide gesagt haben. Von daher teilweise auch sehr amüsant, wie es dann alles in den Medien auch dargestellt wird. Möge der Bessere gewinnen und Kevin Trapp bei der Europameisterschaft im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen. Wir haben die aktuelle Aufstellung von heute Abend. Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Standard Lüttich. Wir haben sie noch nicht grafisch, weil sie gerade erst frisch rausgekommen ist und auch in wenigen Minuten erst offiziell verkündet wird über die sozialen Medien. Aber ich habe es mir hier mal aufgeschrieben. Renault im Tor, Abraham, Hasebe und Hinti in der Dreierkette. Rode, So im Mittelfeld, Da Costa rechts, Kostic links, Gacinovic, Kamada und vorne einzige Spitze Paciencia. Wie gefällt dir die Aufstellung? Das ist eine gute Aufstellung. Ich glaube, dass wir in der Vorbereitung bzw. in den Qualifikationsspielen auch schon mal so gespielt haben, wenn ich mich nicht täusche. Ist eine gute Aufstellung, super Spieler auf dem Platz. Alle, die aggressiv sind, die Mentalität haben und auch Qualität haben. Von daher glaube ich, dass wir uns für heute Abend eigentlich keine Sorgen machen müssen, weil das, was uns immer ausgezeichnet hat, ist auch vor allem die Mentalität und die Elf, die jetzt auf dem Platz stehen, aber auch die Spieler, die reinkommen, haben sich eigentlich immer so reingehauen, dass sie der Mannschaft geholfen haben und von daher, der Trainer wird schon wissen, was er macht, er hat eigentlich immer ein gutes Händchen und hoffen, dass das dann später auch gut ausgeht für uns. Das zeichnet ja auch eure Mannschaft aus, wenn mal einer ausfällt, dass der Zweite dann da ist. Da sind wir jetzt auch schon beim Torhüter-Thema. Du als Nummer 1 bist jetzt verletzt, jetzt ist Frederik Renault da. Er ist schon anderthalb Jahre in Frankfurt, ist ein Keeper, der relativ ruhig arbeitet, aber am Wochenende mit 10 parierten Bällen gegen Leverkusen zumindest einen Rekord aufgestellt hat in der Bundesliga für diese Saison. Alle Bälle auf dem Kasten gehalten. Hier sehen wir die ganzen Szenen. Und eigentlich muss man trotzdem die Frage stellen, weil man ihn ja gar nicht so gut kennt und noch gar nicht so oft gespielt hat. Was ist er denn so für ein Typ, dieser Frederik Renault? Hier kommen die Antworten. Gute Eintracht-Fans, mein Name ist Frederik Renault. Ich bin ein Adler. Feed. Yeah, then I have some good reactions. Das ist natürlich fast schon Weltklasse. My son was born yesterday morning, so it's been some crazy days. Und dass er dann so eine Leistung und so im Spiel hält, ist schon unglaublich. I'm so happy right now, but also really emotional.
always pushing us, always friendly with us. Ist immer noch der ruhige Freddy. He's a fantastic guy, really. Trust in me. Frederik Renaud, gar keine leichte Situation für ihn in dieser Saison. Kam jetzt aus dem Windschatten Kevin Trapps und hat seine Sache bisher ganz gut gemacht. Wie würdest du ihn beschreiben? Was ist er für ein Typ? Die Beschreibung, die wir jetzt gehört haben, treffen eigentlich alle. Freddy ist ein sehr ruhiger Typ, aber auch sehr netter Typ, der trotzdem auf die Leute zugeht, mit den Leuten sprechen will. Ich mag ihn sehr, weil, wie gesagt, er hat sich auch schnell integriert in die Gruppe. Zumindest als ich kam, habe ich nie das Gefühl gehabt, er ist ein neuer Spieler, sondern er war wirklich schon integriert. Und kommt mit jedem gut aus, was wichtig ist in der Mannschaft. Und als Torhüter sowieso. Er hat eine sehr, sehr schwierige Phase hinter sich gehabt, weil er letztes Jahr, als er kam, dann gleich verletzt war, dann nicht so richtig reinkam, wieder verletzt war. Mhm. Dann kam ich zurück, dann habe ich gespielt, dann war er ist halt Nummer 1 geholt worden und saß dann auf der Bank, was sicherlich nicht einfach ist für ihn, trotzdem immer ruhig geblieben, immer ordentlich trainiert, wollte sich verbessern und davor muss man auch den Hut ziehen, weil das einfach keine einfache Situation für ihn war. Und es hat mich gefreut, dass er jetzt, ich glaube, es war sein drittes Spiel in dem Jahr, wenn ich mich nicht täusche, dann so eine Leistung abgeliefert hat, weil, wie gesagt, so eine schwierige Phase hinter sich gehabt, immer wieder irgendwie, auch jetzt im Sommer wieder, als er hätte spielen können, war er dann wieder verletzt. Von daher war das, was er gegen Leverkusen gezeigt hat, einfach nur unfassbar. Ja, das ist angesprochen, die Situation für ihn, das war so ein bisschen wie Jojo und auf der Torhüterposition ist ja eigentlich so wie bei Highlander. Es kann immer nur einen geben, ne? Und der spielt dann wahrscheinlich auch für eine längere Zeit. Wie ist denn euer persönliches Verhältnis? Weil er ja vor dieser Saison wusste, ich bin die Eins, es sei denn, der Trapp kommt zurück. Also das war ja für ihn gar nicht einfach. Wie ist da euer Umgang? Ja, aber auch so, da hat sich eigentlich nichts verändert. Ich meine, wir kannten uns vom letzten Jahr schon. Es hat sich nichts verändert. Natürlich ich will jetzt nicht sagen, ich komme jetzt hierher und alle haben gesagt, ja, egal was passiert, du bist die Nummer 1, sondern ich muss auch dafür arbeiten. Und Freddy ist ein sehr, sehr guter Torwart, der, wie gesagt, immer in den Momenten, wo er dann sich hätte zeigen können, verletzt war. Und das ist leider dann auch so, was Torhüter, zumindest auf der Torhüterposition dann so ist. Manchmal profitiert man davon und manchmal leidet man drunter. Und bei mir ist so, ich leide jetzt eigentlich in dem Sinne, weil ich nicht spielen kann. Und Freddy kann davon profitieren, hat jetzt extrem viele Spiele, wo er sich wirklich zeigen kann. Und das, was er gegen Leverkusen gezeigt hat, war, wie gesagt, unfassbar. Und es hat ihm auch jeder einzelne Fan, aber auch in der Mannschaft, glaube ich, gegönnt. Hat er was, was du gern hättest? Auch das Musiktalent. Also ich vielleicht? Kann, ja gut, das ist er, da ist er wahrscheinlich sehr wesentlich talentierter als ich. Nein, Freddy, also um ihn zu beschreiben, er ist unfassbar schnell auf der Linie. Also unfassbare Reaktionen und ansonsten, klar, man kann sich immer irgendwie was abschauen bei anderen Toren, denn ich habe immer damals schon gesagt, ich will nie irgendjemanden kopieren, sondern meinen eigenen Stil haben. Aber es ist immer so, dass irgendjemand da ist, der vielleicht eine Sache besser macht als du. Von daher, wenn ich von ihm nur lernen kann oder auch von Simbo oder Felix, dann warum nicht? Wie wichtig ist dir eine Rückennummer? Du hattest mal die 31, dann die 1. Ja, Torhüter haben meistens eigentlich immer die 1 und hier war es so, ich hatte letztes Jahr, habe ich die 31 bekommen, beziehungsweise habe gefragt, ist sie frei, wenn ich sie haben kann, dann hätte ich sie gern, weil das die Nummer war, die ich damals hatte, als ich nach Frankfurt kam und es war so eine ähnliche Situation und das hat mich dann schon gefreut, aber es wäre jetzt kein Drama gewesen, wenn ich die Nummer nicht gehabt hätte und dieses Jahr habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern es hieß dann, okay, du hast hier eins. Und klar, ich habe mit Freddy drüber gesprochen auch, weil ich nicht wollte, dass er denkt, hör zu, der kommt hier hin und klaut mir meine Nummer, sondern ich habe es auch mit ihm besprochen und das war auch okay. Hatte keiner anders von dir erwartet. Alles sauber, alles korrekt. So muss das auch ablaufen. Gestern die Pressekonferenz eben mit Frederik Renaud und mit Adi Hütter. Und Frederik Renaud, der junge Papa, hat Erstaunliches festgestellt. I found out that I play better without sleep here the other day. Everything works really good at home, and we have our routines now during night, and I sleep enough, so everything is good. Thank you. Ich habe einfach das Gefühl, dass Standard Lüttich und wir um diesen zweiten Platz kämpfen. Ob es für Gimareste noch reicht, weiß ich nicht. Dass Arsenal für mich der Favorit ist, bestätigt sich bis jetzt auch. Und deswegen müssen wir morgen versuchen, in diesem Duell um Platz 2 einen Sieg zu landen. Und aber wir gehen mit sicherlich genügend Selbstvertrauen in dieses Spiel.
mit Selbstvertrauen, dass Adi Hütter der Mannschaft so ein bisschen eingeimpft hat über die Zeit, wo er jetzt da ist. Ein sehr erfolgreicher Trainer. Was würdest du sagen, zeichnet Adi Hütter am meisten aus? Wo steckt seine größte Qualität? Ich glaube, seine Menschlichkeit. Also er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Er weiß genau, was er will. Er hat seinen Spielstil. Aber er ist auch menschlich ein sehr korrekter Trainer, der jedem das Gefühl gibt, er ist wichtig. Und man hat vor allem letztes Jahr, also es war auch sein erstes Jahr, hat man gemerkt und hat er auch gemerkt, dass mit der Anzahl an Spielen, die wir haben, dass wir eigentlich jeden in der Mannschaft wirklich brauchen. Und er muss jedem das Gefühl geben, dass er gebraucht wird, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Wird sich einer verletzt, Simon Verlet ist das beste Beispiel, der eigentlich, ich will nicht sagen weggeschickt wurde, aber es gab dann schon zwei Gruppen und er war da dabei. Und auf einmal wurde er gebraucht und hat gespielt. Und auch gut gespielt. Sehr gut gespielt sogar. Und das, muss ich sagen, macht er eigentlich sehr gut, dass er jedem immer das Gefühl vermittelt und gibt, dass er trotzdem ein wichtiger Teil der Mannschaft ist, auch wenn man weniger spielt. Und ich glaube, dass es einfach auch für den Mannschaftsgeist und Teamgeist extrem wichtig ist und helfen kann, dass es dann eben auch auf dem Platz funktioniert und dass sich keiner irgendwie ausgegrenzt fühlt. Adi Hütter hat den Ehrenpreis für außergewöhnliche Leistungen bekommen in Wien. Du hast gesagt, er ist ein guter Mensch, ein guter Trainer ist er sowieso. Und jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist jetzt nicht nur ein reines Fußballbuch, sondern es ist ein Buch, wo man auch in der Privatwirtschaft gut gebrauchen kann, im Gesundheitswesen auch gut brauchen kann. Es hat auch den Titel, wie man ein Meisterteam entwickelt oder formt. Ich denke, es ist immer wichtig, wenn man eine Führungsperson ist, dass man die Führung auch auf mehrere Kräfte oder mehrere Personen verteilen muss, dass man ein Team so entwickeln kann, dass es schlussendlich erfolgreich ist. Es wird demnächst in allen Buchhandlungen erhältlich sein und schauen wir, dass wir das gut ankurbeln können, dieses Buch. Gerade reingeflogen. So sieht das Buch aus von Adi Hütter. Teamgeist heißt es. Und es ist ein sehr interessantes Buch. Ich habe gerade mal so ein bisschen reingeguckt. Kevin hat gesagt, er hat es noch nicht lesen können, weil er die Zeit noch nicht hatte, das Buch zu kriegen. Es ist brandneu. Also Empfehlung für euch da draußen. Norwegen war Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Die Ministerpräsident Solberg war da und der Mann, der in diesem Trikot zur Eintracht-Legende wurde. Die weltweite Gesellschaft ist momentan sehr, sehr wichtig. Es geht viel um Integration. Fußball spielt eine wichtige Rolle. Wie wichtig ist denn Integration und generell im Fußballsport? Fußball ist Gefühl. Ja, Fußball ist Gefühle, Engagement und ein Patriotismus, der sehr, sehr wichtig ist, ein positiver Patriotismus. Und man freut sich über ein Spiel, sich so kombinieren, also die zwei verschiedenen Länder, zwei Bänder zwischen den Ländern, wie ein Spiel, die alle lieben und verstehen. Ja, und alle Mannschaften, man hat Favoritmannschaften, aber keine Mannschaft ist nur nationalistisch von dem Lande. Alle haben Ausländer und das zeigt, dass man kann zusammen miteinander gut arbeiten und spielen und respektieren. Taksa mycket, Herr Pratit hier in Tyskland. Immer wieder schön, Jan Arge Fjordhoff da zu sehen. 5:1 damals gegen Kaiserslautern. Ich glaube, kein Eintracht-Fan wird das in seinem Leben vergessen. Und die im Stadion waren, schon gar nicht. Wir kommen zu Lüttich, der Gegner von heute, Standard Lüttich. Was ist das für eine Mannschaft? Wir wissen es noch nicht so richtig genau. Wir sind gespannt, wie sie nachher auftreten. Wir wissen aber schon, was der Trainer Michel Prudhomme gestern auf der Pressekonferenz gesagt hat. Naja, selbst wenn wir Schwierigkeiten haben, dann müssen wir uns an unseren Spielplan halten. Wir dürfen nicht desorganisiert werden, wir dürfen nicht irgendetwas machen. Wir müssen den Spielplan aufrechterhalten. Und dann vielleicht etwas körperlicher als gegen Arsenal, denn es gab nur 4 Fouls während des ganzen Spiels. Nur 4 Fouls während eines Spiels, das ist schon außergewöhnlich wenig. Kevin, bringt es Standard Lüttich was, mit Härte gegen die Eintracht zu spielen? Glaubst du ja oder nein? Es ist ja auch teilweise unser Spiel, dass wir versuchen, sehr aggressiv in den Zweikämpfen zu sein. Und es ist tatsächlich so, dass es die Mannschaft noch aus dem Konzept bringen kann. Vor allem technisch starke Mannschaften, jetzt wie Leverkusen zum Beispiel, die ersten 20 Minuten eigentlich kein Land gesehen haben, weil wir sehr, sehr aggressiv waren. Das kann schon auch ein Mittel sein, definitiv. Der Trainer
ist nicht nur Trainer, sondern auch Vizepräsident, technischer Direktor, Vorstandsmitglied, so alles rundherum. Hier sehen wir Michel Prodhomme, damals noch als Torhüter bei der belgischen Nationalmannschaft. Also wenn der jetzt geht bei Standard Lüttich, dann müssen 4 Positionen neu besetzt werden. Da er Torhüter war, Welttorhüter 1994, wahrscheinlich noch ein bisschen früh für dich, aber ja. Hast du ihn als Torhüter irgendwann mal erlebt oder gesehen oder irgendeine Erinnerung? Wahrscheinlich nicht, oder? Welttorhüter 94 war er, ja, glaube ich. Ja. Das ist bei der WM 94 trotzdem gegen Deutschland verloren damals. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen heiß gemacht, ein bisschen angeschmeckt, was denn die Mannschaft über Kevin Trapp so zu sagen hat. Wir haben mit 2 Adlern gesprochen, mit Timmy Chandler und Gonzo Paciencia. Ist natürlich ein sehr erfahrener Spieler, auch ein Nationalspieler. Always pushing us, pushing the strikers to do better, to do more. Ein super Typ auch. We hope that he can back fast, because we need him. Das ist man natürlich immer ein bisschen ruhiger auch als Abwehr, wenn man weiß, da kann mal einer durchkommen und den hält er auf jeden Fall. We miss him in the pitch and also in the dressroom, because he come always with good clothes and is an example for us to copy him. Natürlich bringt er immer ein bisschen Style mit und da haben wir natürlich Kevin Trapp und Gonzalo ist auch unsere Style-Ikone aus Portugal und ein bisschen Italiano auch, deswegen die zwei verstehen sich da ganz gut, die Mode-Experten, das sieht man ja hier an seiner Luigi-Frisur, ist super. Deswegen nein, aber wie gesagt, er bringt natürlich Mode mit, aber jeder seinen eigenen Geschmack und deswegen passt schon. Passt schon. Passt schon, ja. Bezeichnet dich schon so ein bisschen als Fashion Victim. War das schon immer so, dass du gerne schöne Klamotten getragen hast, gerne ein bisschen elegant darüber gekommen bist? Oder kam das erst durch den Wechsel nach Paris? Oder wie können wir uns das vorstellen? Na gut, Timmy hat es ja gesagt, jeder seinen eigenen Style und Geschmack. Ich war eigentlich nie der Typ, der irgendwie so extravagante Klamotten anhatte. Von daher war es immer relativ schlicht eigentlich, aber. Ja, wenn die Jungs ja schon sagen, ich versuche drauf zu achten, aber jetzt nicht, also ich würde mich selbst nicht als Fashion Victim bezeichnen, weil ich nicht mit jedem Trend mitgehe, der gerade irgendwie in ist, sondern es ist eigentlich immer relativ clean alles, von daher. Relativ clean, das ist dein Stil. Ja, wie gesagt, nie irgendwas Extravagantes. Habe ich mich nie mit identifiziert. Ja, machst du auch gut. Wir folgen ja deinen Instagram-Posts und sehr viel mit Mode, also. Sehr, sehr bewusst, was vielleicht auch so ein bisschen was mit deiner Verlobten zu tun hat, das haben wir vorhin ganz kurz angerissen, was mich interessiert, das ist mir jetzt egal, ob das dir da draußen interessiert, in fast jedem Post von Isabel und dir kommt immer dieses Hashtag I can see you. Woher kommt das? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es gar nicht so genau, es war irgendwann mal so, keine Ahnung, wir haben natürlich am Anfang auch dadurch, dass sie viel reist und unterwegs ist und ich auch, viel über FaceTime gesprochen und so war es dann immer so I can see you und irgendwann war das halt einfach so ein Insider-Ding zwischen uns beiden und sie wollte mir irgendwann mal eine Freude damit machen, hat dann unter den Post gesetzt, also den Hashtag unter den Post gesetzt, eigentlich nur so als Insider zwischen uns beiden und so, okay, sie denkt an mich, die ganze Welt. Sie denkt an mich und so ist es eigentlich entstanden, mehr oder weniger. Man sieht, dass du bei jedem Wort so ein bisschen das Funkeln in den Augen hast. Muss die private Frage auch noch erlaubt sein? Ihr seid verlobt, aber noch nicht verheiratet. Wann kommt das? Die Frage, ich habe sie noch nie so. Wir sind tatsächlich, wir sind am Plan, wir reden darüber, aber es ist natürlich, ich habe es damals in einem Interview mal gesagt, der Schedule von beiden ist natürlich auch nicht so einfach und dieses Jahr hat es nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. Nächstes Jahr ist es wieder so, okay, wir haben die Europameisterschaft, da weißt du nicht so genau, was passiert. Funktioniert es davor oder machst du es danach? Wenn du nicht mit zur Europameisterschaft fährst, dann danach wird es dann schwierig. Von daher, wir wollen es eigentlich, wenn es klappt, nächstes Jahr machen. Da freuen wir uns drauf. Durch dieses Brasilianische, ja, sprichst du ja Portugiesisch, wahrscheinlich schon fließend, wenn man da so diese Stories hört. Hast auch jetzt Fotos gepostet in Paris mit Marquinhos, mit Neymar, mit Thiago Silva. Wie oft siehst du da deine alten Kollegen noch? Bist du öfter in Paris? Ja gut, jetzt also letztes Jahr war ich natürlich dann dadurch, dass ich hier war, weniger dort. Aber wenn ich in Paris war, dann haben wir es trotzdem versucht hinzukriegen. Und jetzt war ich ja, glaube ich, knapp 3 Wochen in Paris wieder, weil es einfach für mich auch mit der OP einfacher war, ich da irgendwie jeden Tag jemanden um mich hatte, der, falls irgendwas ist, sich um mich kümmern konnte und ich hier im Grunde nicht viel machen kann, zu Hause alleine. Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, dann sagen wir uns schon mal Hallo.
Jetzt ist auch gut mit den privaten Fragen. Ich weiß, das quält einen immer so ein bisschen und du möchtest das Private auch nicht gerne so breit treten. Deswegen akzeptieren wir natürlich, respektieren wir auch. Deswegen jetzt wieder rüber zum Sportlichen. Der Stellenwert der Eintracht-Fans ist ja ein besonderer. In den letzten anderthalb Jahren immer wieder durch die Europa League mitgekriegt, dass ganz Europa mit einem neidischen Auge nach Frankfurt geguckt hat, wegen dieser Fans. Jetzt haben wir aber die Problematik, dass die nächsten beiden Auswärtsspiele in der Europa League eben für die Fans gesperrt sind, aufgrund diverser Vergehen. Und diese Bewährungen, die ausgesprochen wurden, die wurden irgendwie ignoriert von manchen Fans. Wie schwierig ist das als Spieler, damit umzugehen, und was wünscht man sich da vielleicht von den Fans? Ja, wir wissen ja, dass der größte Teil von den Fans eigentlich wirklich nur sich auf uns konzentriert und aufs Sportliche. Aber es halt immer wieder welche darunter gibt, die es dann irgendwie nicht verstehen. Und das ist einfach schade. Und ich glaube, dass es auch zwischen den Fans nicht so einfach ist. Mhm. Also unter ihnen selbst, weil wie gesagt, der größte Teil konzentriert sich aufs Spiel und will die Mannschaft unterstützen. Und es sind halt immer wieder welche dabei, die es nicht verstehen. Und man muss sich dann leider auch nicht wundern, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir schon Bewerbungen gekriegt haben, 2 oder 3 Mal, wenn es dann irgendwann wirklich so kommt, dass die Fans ausgeschlossen werden. Das ist für uns als Mannschaft ist es sehr schade, weil wir gemerkt haben, wie wichtig die Fans für uns sind, auswärts, aber auch zu Hause. Oder vor allem zu Hause, aber auch auswärts. Und wenn wir dann natürlich irgendwo auswärts spielen, wo es eh nicht so einfach ist und dann nur deine eigenen Fans nicht dabei hast, ist es für uns als Mannschaft natürlich sehr schade und schwierig. Aber auch für diejenigen, die Mannschaft unterstützen wollen, ist es schade, weil die auch mitbestraft werden. Ja, weil die eben auch mitbestraft werden und wegen einzelner Personen. Von daher ist es, ich glaube, für denen es wirklich um Sportliche geht, ist es einfach nur schade. Und wir hoffen, dass wir das in Zukunft natürlich besser in den Griff bekommen. Vielleicht klappt es ja mit dieser Selbstreinigung, die du angesprochen hast, wenn die Fans unter anderem in Diskurs treten und dann klar machen, dass es eigentlich nur allen schadet, wenn man sich so daneben benimmt. Aber es gibt noch gute Fans, es gibt auch Fans, die sehr an dir interessiert sind. Ja? Wir haben aufgerufen und der Hashtag FragKevin. 2 Videos haben wir vorbereitet. Video Nummer 1 mit einer Frage an Kevin mit der Bitte um Beantwortung. Gute Kevin, ich wollte schon immer mal von dir wissen, wo ist eigentlich dein Lieblingsplatz in Frankfurt? Also mein Lieblingsplatz ist ganz klar das Stadion. Lieblingsplatz? Ja, für mich auch. Hier, das ist praktisch mein zweites Wohnzimmer als Stadion, aber außerhalb vom Trainingsgelände und vom Stadion, ich glaube, also die ganzen kleinen Cafés rund um die alten Oper sind sehr schön. Wenn im Sommer vor allem ist es natürlich da extrem, extrem schön. Ansonsten, glaube ich, ein Schlendergang durch die Stadt, habe da meine 2, 3 Cafés, wo ich auch mal gerne sitze und abschalte, aber sagen wir, Stadion und das Trainingsgelände, die Trainingsplätze. Fühle ich mich eigentlich mit am wohlsten. Das war Frage Nummer 1 und Antwort Nummer 1. Frage Nummer 2, ab bitte. Ich möchte gerne von Kevin Trapp wissen, gibt es eine Begegnung, von der er sagt, das war mein bestes Spiel ever? Bestes Spiel ever? Ja, mein bestes Spiel ever. Dadurch, dass ich immer irgendwas finde, was nicht gut war. Kevin Trapp, liebe Zuschauer, hatte noch kein gutes Spiel oder kein Spiel, mit dem er zufrieden war. Doch, also tatsächlich so, wenn ich zu Null spiele und wir gewinnen, dann bin ich schon sehr zufrieden. Weil wenn man kein Gegentor kriegt, dann ist eigentlich auch viel richtig gelaufen, gut gelaufen. Kommt immer drauf an. Natürlich ist es schön, wenn du deine Paraden hast. Ich glaube, so letztes Jahr Lissabon oder jetzt dieses Jahr Straßburg. Wo du so unter Strom bist, so voll mit Adrenalin, wo du dich reinhaust und in die Zweikämpfe und das Spiel am Ende gewinnst, weil es entscheidende Spiele sind, dann würde ich schon sagen, das sind mit die besten und perfektesten Spiele. Die Spiele, die kommen, werden dann auch noch perfekte Spiele, Europameisterschaft, das behalten wir im Hinterkopf. Wo ihr euch reinhauen könnt, liebe Fans, ist das hier. Auf Social Media hat Gonzalo Paciencia Folgendes gepostet. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Ein Foto mit Martin Hinteregger, und wenn er 200.000 Likes bekommt, wird Hinti einen Instagram-Account kreieren. Wurde schon mehrfach geteilt. Nochmal die Bitte an euch, liken, und dann wird Hinti ein Social Media Star. Da sind wir uns sicher. Zum Abschluss an dich, Kevin. 2 Fragen. Wie geht's heute aus? 2-0 für uns. Wann sehen wir dich im Tor wieder? Ich hoffe zur Rückrunde. Das hoffen wir alle. Wir sehen dich auch gleich wieder bei RTL Nitro, da musst du nämlich jetzt hin. Ja. In einer Viertelstunde ist er da on air, sonst schimpfen noch die Kollegen. Die übertragen heute das Spiel. Es gibt es natürlich auch bei Eintracht FM, und beim nächsten Spiel, das dann ein Auswärtsspiel ist, 7.11. bei Standard Lüttich, sind wir auch wieder da.
mit unserer Matchday-Show zu Hause in Europa. Vorher noch einen kleinen Anschmecker für heute Abend. Es war schön, dass ihr dabei wart. Danke an dich, Kevin. Vielen Dank auch. Und einen schönen Abend mit der Eintracht.